Verband der Feuerwehr der Stadt Hagen noch eine für gewisse Ehrengäste eine persönliche Ansprache. Sehr geehrter erster Bürgermeister Dr. Fischer, sehr geehrter Herr Brandoberinspektor Schmal als stellvertretender Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr, sehr geehrter stellvertretender Jugendfeuerwehrwart unter Brandmeister Wolf, sehr geehrte Ehrenmitglieder des Stadtfeuerwehrverbandes, der ehemalige Leiter der Feuerwehr Hagen, Leiter Brandirektor aus der Dienst Wisotzki, Hauptbrandmeister aus der Dienst Pilcher. Sehr geehrte Damen Biskus und Gosian als Leiterin der Notfallseelsorge der Freiwilligen Feuerwehr Hagen. Meine sehr geehrten Kameradinnen und Kameraden, liebe Mitglieder des Stadtfeuerwehrverbandes Hagen, verehrte Festgäste zum 20-jährigen Jubiläum der Notfallseelsorge der Freiwilligen Feuerwehr Hagen. Ist ein Festakt zum 20-jährigen Bestehen einer Löschgruppe gewöhnlich? Nein, aber richtig, dieses zu feiern, weil diese besondere Arbeit Notfallseelsorge ein wichtiger Bestandteil in der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr für die Angehörigen der Feuerwehr sowie für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hagen ist. Die Sondereinsatzgruppe Notfallseelsorge ist die 23. Löschgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Hagen. Was früher als nicht so wichtig angesehen wurde, ist heute umso wichtiger. Deshalb ist dieser Festakt ein Ereignis, um der Öffentlichkeit die Arbeit der Notfallseelsorge zu präsentieren. Das Feiern mit Tanz und Musik darf bei solch einem Anlass bzw. Jubiläum nicht vergessen werden. 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag, leistet ihr ehrenamtlichen Dienst am Nächsten. Eure Einsätze sind belastend, zum größten Teil mit Leid und Tod. Ihr, meine Damen und Herren Mitglieder der Notfallseelsorge der Freiwilligen Feuerwehr Hagen, seid mit uns eine Gemeinschaft. Ihr seid wie alle Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Hagen ein wichtiger Bestandteil der ehrenamtlichen Tätigkeit Feuerwehr. Die Gründer der Notfallseelsorge, Schorsch, haben 1992 die Wichtigkeit zur Gründung der Institution Notfallseelsorge erkannt. 2002 wurde die Wichtigkeit zur Eingemeindung in die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Hagen gesehen. Heute erkennen die Mitglieder unter der Leitung der Kameradin Viskus und Großjan den Fortbestand und die Zielstrebung der 23. Löschgruppe. Die Löschgruppe Notfallseelsorge ist in dieser Stadt unverzichtbar und zukunftssicher. Besonders hervorzuheben ist das gute Zusammenleben in diesem Feuerwehrgerätehaus Alpdueck NFS, die gute Zusammenarbeit, die Pflege der Kameradschaft und die Unterstützung zu dem heutigen Festakt mit den Löschgruppen Altenhagen, Böhlerheide, Eckesei und Vorhalle. Das ist auch nochmal Applaus wert. Im Namen des Verbandes der Feuerwehr der Stadt Hagen e.V. darf ich recht herzlich zum 20-jährigen Jubiläum der 23. Löschgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Hagen, Sondereinsatzgruppe Notfallseelsorge, gratulieren und zu diesem großen Ereignis ein Andenken zu dem heutigen Tag überreichen. Gott zuerst, dem Nächsten zu Wehr. Und ich darf jetzt die Leiterin, die Kameradin Viskus, nicht weggucken, Christiane, und nicht. Dann bitte zu mir. Der Verband muss eine Urkunde überreichen. Ich verlese die Urkunde. Urkunde 20 Jahre Sondereinsatzgruppe Notfallseelsorge in der Freiwilligen Feuerwehr Hagen. Im Namen des Verbandes der Feuerwehr der Stadt Hagen e.V. überbringe ich meine Anerkennung und meinen Dank an die Mitglieder der Notfallseelsorge für die ehrenamtlich geleistete Tätigkeit zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger in der Stadt Hagen. Hagen, 10. Mai 2014, Sommer, Oberbrandmeister, Vorsitzender. Bitte schön.